So, ich grüße euch. Martin hier, der Options Trader. Ich bin nicht verschollen, keine Sorge. Ich arbeite. Und ich wollte euch heute nochmal ein kurzes Update hier geben, damit ihr nicht denkt, Mensch, was ist denn da jetzt los? Es ist ein bisschen so, dass durch die Hitze ist meine Gesundheit so ein bisschen, na, in Mitleidenschaft hier geraten, weil ich noch nicht so fit bin. Bin fitter als letztes Jahr, aber 40 Grad haben mich auch ein bisschen hier ja, gesundheitlich ein bisschen geschwächt, sodass ich die letzten, naja, vielleicht 10 Tage bei der großen Hitze jetzt nicht allzu produktiv war. Dafür hat Herr Hummel hier etwas mehr gearbeitet und meine Ziele Anfang, Mitte August das abzugeben, haben sich jetzt um ein, zwei Wochen verschoben, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Vielleicht kriegen wir ja noch das BMF-Schreiben, auch wenn nicht, ist es völlig egal. Hier das Update. So, jetzt wartet mal. Stift. Also, Herr Hummel und ich korrespondieren, wie gesagt, sehr rege und wir haben schon sehr viel erreicht. Wir haben schon den fünften, sechsten Entwurf. Mittlerweile sind es fast 40 Seiten. Klingt jetzt viel, klar, sicherlich. Es werden aber auch viele Beispiele sein. Ich hole ein bisschen aus. Aktien in Deutschland, Aktienkultur, ne, Termingeschäfte. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Dann machen wir selbstverständlich sehr viele Beispiele von verschiedenen, also verschiedene Aspekte, welche Trader jetzt, also wie praktisch die Kalkulation ist. Und dann natürlich wird Herr Hummel die ganzen rechtlichen ja, Sachen hier halt reinbringen, und das ist halt, ist eine schwierige Arbeit in der Form, weil man natürlich die ganze Masse, die jetzt wie gesagt hier auch im ganzen Internet, also die ganzen Quellen und Paragraphen und was auch immer komprimiert zusammenfassen muss, das ist ja eben genau die Sache, aber wir sind da, denke ich, schon ganz gut vorangeschritten. Vor dem Einreichen werden wir für und mit den Unterstützern eine Webinar halten. Ja, da muss ich gedacht, vielleicht so eine 5, 6 Tage, 4, 5 Tage vorher, um die Kernaussagen zu diskutieren, vorzustellen und auch die rechtliche Sicht, aus rechtlicher Sicht praktisch den Werdegang. Ja, was passiert denn nun bei der Einreichung? Ja, oder nach der Einreichung? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir werden drängen, hier das Gesetz bevor eine Entscheidung gleich gefallen wird, auszusetzen oder einzufrieren, dass die Möglichkeit besteht, weil wir hier einen Schaden, möglichen Schaden dokumentieren können, den die Trader erleiden zunächst. Ja. Und da es auch sicherlich jetzt nicht nur ein oder zwei Trader betrifft, sondern schon viele Tausende. Und da werden wir sehr klug und sehr gut begründen, warum es sinnvoll ist, dass das Bundesverfassungsgericht hier erstmal das Ding einfach mal, ja, einfriert sozusagen. Eine Entscheidung bis zum Jahresende wird sicherlich jetzt nicht erwartet, denn es ist so, bei diesen komplexen Vorgängen, gerade im Bereich Steuerrecht und vor allem, weil hier noch keine Finanzhöfe, ja, sozusagen Stellungnahmen hier gemacht haben, wird sich sicherlich das Bundesverfassungsgericht eine Stellungnahme der Bundesregierung erstmal zukommen lassen. Das können sie tun. Die Bundesverfassungsgericht im Grunde kann alles tun. Ne, das wird da im Internet nicht so richtig dokumentiert. Das Bundesverfassungsgericht kann alles machen. Ne, die können sagen, Gesetz frieren wir ein, bis wir eine Entscheidung haben. Wir können Parteien hören, wir können mündliche Verhandlungen führen, wir können Sachverständige reinholen, wir können Wirtschaftsprüfer reinholen, die uns das alles nochmal erklären. Also wir brauchen jetzt hier nicht, ne, sozusagen das ganze Geschoss hier reinbringen in die Klage, sondern einfach nur unsere Seite, unseren Standpunkt, das, was wir können, darlegen. Und das Bundesverfassungsgericht wird dann, wenn es das möchte, und das nehmen wir sehr stark an, weil es schon halt schon ein, ja, sehr öffentliches Interesse ist, da, bevor sie eine Entscheidung fällen, schon gründlicher vorgehen, das ist zu erwarten. Ja, das macht aber gar nichts. Ja, denn ihr macht weiter, als wäre das Gesetz gar nicht da. Ne? Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Einfach sich nicht irritieren lassen, ihr tradet nächstes Jahr weiter, so wie gehabt. Denn es ist schon, und die Quellen darf ich noch nicht offiziell nennen, ich kann es aber leicht hier reinbringen,
Es gibt auch schon Äußerungen, ne, von, ja, man kann sagen, Richtern im Bereich des Finanzwesens, ja, die kurze Stellungnahmen in Fachliteraturen gegeben haben, an die wir so nicht rankommen, ja, dass die das auch sehr, sehr kritisch sehen. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es beim Bundesfinanzhof, was er sich irgendwo hängen bleibt, ist eigentlich fast schon 90%, dass das so nicht durchgehen kann. Jetzt haben wir wiederum das gleiche Problem, was wir mit dem Verfall der Optionen hatten. Ja, das, ja, und das ist in Deutschland wirklich ein großes Problem, dass das Gericht, also die Gerichtsinstanzen, dann Urteile fällen und wir uns auf das Urteil berufen können. Aber vor allem gerade im Steuerrecht gilt das nicht. Ja, das ist das Problem. Das heißt, jeder von euch müsste ständig selber klagen und klagen. Und das Zweite, was theoretisch noch passieren könnte, ist eben, dass das Bundesfinanzhof, also der Bundesfinanzhof sagt, das ist rechtswidrig. Ja, das ist zwar erstmal schön und gut, aber das Gesetz ist immer noch da. Ja, und da gibt es halt so einen Zwischenraum, wo der Staat sagt, ja gut, das ist super. Es war halt ein Einzelfall beim Herrn Müller, ja. Und bei dir müssen wir mal schauen, ne? Und das ist das, was passieren kann. Das heißt, wir müssen das Gesetz so oder so angreifen. Was ich damit nochmal sagen will, ist, dass im Internet sehr viel hier kursiert, ja, dass man zuerst die ganzen Klagewege durchgehen muss, um das Gesetz zu ändern. Aber das kann nämlich gar nicht geschehen, indem nicht vielleicht schon die erste Instanz uns recht gibt, aber das Gesetz trotzdem da bleibt. Aber jeder individuell klagen müsste, weil wir uns nicht, ja, auf ein Urteil, ne, hier verlassen können. Das sagt die Rechtsprechung. Ja, das ist verwuschelt. Ja, da ist nicht so leicht. Also wir müssen, ne, das Gesetz so oder so angreifen. Deswegen spielt der Zeitpunkt keine Rolle. Ja, das heißt, ob wir es jetzt angreifen oder später, ja, wenn vielleicht schon sogar positive Urteile sind, so dass wir gar nicht zum Verfassungsgericht kommen müssten, müssen wir es trotzdem angreifen. Und dafür gibt es auch keine Rechtsprechung, dass man sagt, ja Moment, Bundesfinanzhof hat uns Recht gegeben, aber wir möchten trotzdem das Gesetz ändern. Da haben wir genauso die gleichen Schwierigkeiten wie jetzt. Ja, deswegen ist die Argumentation des Zeitpunktes völlig hinfällig. Ja. Wir müssen sagen, das ist von der Natur ein unfaires Gesetz und das ist es auch, weil es einfach, das ist halt, ja, das ist halt so, ja. Und da kann das Verfassungsgericht, muss eine Entscheidung fällen. Das heißt, wir werden dem schwarzen Peter, ja, wir werden den schwarzen Peter hier nach Karlsruhe hier reinbringen. Die müssen sagen, alles in Ordnung, was Herr Scholz macht. Ich möchte das hören. Das Zweite, was natürlich auch für uns sprechen wird, sind die Wahlen. Ja. Das heißt, wenn jetzt die Klage eingereicht wird, ist da schon mal was. Ne? Das Handelsblatt hat mich auch schon angeschrieben. So, das heißt, das wird sicherlich im September dann, na, das ist dann vielleicht, ja, September, Oktober, wird es sehr interessant werden, je nachdem, wie klug und unbeeinflusst die Medien berichten, kann das doch eine sehr harte Nuss für Herrn Scholz werden. Je nachdem, wie man da argumentiert. Und zwar, dass man sagt, na gut, Altersarmut, Deutschland hat die wenigsten Aktien hier, Aktienkultur grauenhaft. Herr Scholz, wie wollen Sie Deutschland als Kanzler die nächsten 10 Jahre, wie wollen Sie die Altersarmut etc. bekämpfen? Und da tut es natürlich nicht gut, wenn er sagt, oh, da läuft gerade eine Verfassungsklage, du willst sozusagen noch diejenigen, die sich absichern hier an den Finanzmärkten, noch bestrafen. Kommt irgendwie nicht so gut rüber wahrscheinlich. Wir müssen schaffen, vielleicht mein Freund, der da in der Partei ist, kann da ein bisschen, der hat da ein bisschen Einfluss. Also nicht bei der SPD, sondern bei einer unbekannten kleinen Partei, das ist ja egal. Und was ich dahin kann, das heißt, das kann auch für uns spielen. Die FDP sagt auch, das Gesetz ist gesetzwidrig. Die können das natürlich auch wunderbar dann gegen den Herrn Scholz im Wahlkampf anwenden, die Verfassungsklage, vielleicht auch der Herr Söder. Ich überlege mir, ob ich den Herrn Söder oder Söder, Entschuldigung, ich weiß es nicht mehr genau, es ist peinlich, peinlich, bin ich in Bayern, werde ich ihm das auch zukommen lassen. Er möchte auch Stimmen fangen, also kann er, hat er etwas gegen Herrn Scholz vielleicht auch in der Hand. Jetzt wird natürlich auf den armen Burschen in Bayern rumgeprügelt. Klar, aber jeder macht Fehler, da kann man jetzt halt auch nichts machen. Ich halte ihn aber trotzdem für zumindest mal interessanter als jetzt den Scholz als Kanzlerkandidaten. Für uns Trader oder Investoren, ist ja auch CDU oder CSU.
Aber ich möchte nicht politisch werden, um Gottes Willen. Es geht einfach nur darum, wir wollen vernünftig hier nach vorne kommen. Ja? Jeder, der mich bei der Klage natürlich supportet, ja, kann auch in seinem Namen sich dranhängen. Ne? Mit ganz normalen Vollmacht, schreibt mich an, Verwaltung, dann schickt Herr Hummel euch eine Vollmacht. Ihr werdet an die Klage angehängt sozusagen. Und je mehr das sind, desto besser. Einige haben schon geschrieben, wenn wir Hunderte sind, desto besser sagen, ich bin Hans Müller, ich mache CFDs, ich habe zwar 5000er Konto, aber trotzdem, wenn ich so weitermache, bin ich pleite. Ich bin Stefan, ich habe 200.000, möchte mein Depot den nächsten Jahr absichern, kann ich so jetzt nicht mehr, habe ich große Angst, große Sorgen wegen dieser Besteuerung. Und dann sehen die, dass es so eine bunte Palette ist. Aha, da sehen die auch konkret, das sind viele, viele Leute und das wird schon Eindruck machen. Ja, also bitte, ja, es kann auch nur eine Zeile sein, auch, kann auch sowieso nicht mehr sein, also ein, zwei DIN A4 Seiten maximal, einfach kurz die Situation, was tust du, ist vorher und nachher sagen, pff, ja, das mache ich schon die ganzen Jahre, im nächsten Jahr würde es dann so aussehen. Ja. Ende der KW 24, das heißt Ende nächster Woche, das ist 23. oder so, werdet ihr von mir angeschrieben, alle Support. Ich habe die E-Mails soweit schon mal sortiert, gar nicht mal so wenig. Die Webinare plane ich Ende September. Entsprechende Links werden, wie gesagt, vorab an die Supporter gesendet. Wer noch nicht supportet hat, kann dies noch tun. Ne? Die Webinare werden sehr, sehr gut werden. Ne? Der Mehrwert wird sicherlich sehr, sehr gut. Das wisst ihr, kennt mich von meinem Kanal her. Bei Leci haben wir noch ein bisschen Luft, das werde ich nochmal aktivieren. Wir haben eigentlich fast die ganze Summe, so ein bisschen fehlt. Ja, vielleicht lade ich dann Herr Hummel auch noch zum Essen ein. Den Rest, also wenn da ein bisschen mehr rüberkommt, werden wir Spenden machen. Also das wird dann auf jeden Fall, der Mehrwert wird weiter verteilt und wird auch alles dann dokumentieren, sondern nicht, dass er denkt, Martin sammelt jetzt dann den Rest für sich. Sondern klar, es kann sein, dass es dann noch ein bisschen mehr wird, wenn noch mehr dazukommt. Aber dann werden wir was Vernünftiges draus machen, wie ich das dann steuerlich verbuche. Das muss ich dann noch klären, aber das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Warum ist die Klage so wichtig? Ja, es liegt ja auf der Hand, ne, dass die Regierung, vor allem die SPD, den Vermögensaufbau in Deutschland erschweren möchte. Ja. Die Gründe sind niemandem bekannt. Also ich weiß nicht, warum jetzt die Regierung, wenn sie selber weiß, dass es Altersarmut gibt, so ein Hassprogramm gegen Investoren hier aufbaut. Interessant ist, dass der Hassschürer sozusagen jetzt noch Kanzler werden möchte. Faszinierend. Das heißt, sie werden, die SPD vor allem, werden jede Möglichkeit nutzen, ne, weiterhin Gesetze zu erlassen. Es ist also noch ganz dunkel, aber es wird schon gemunkelt, ja, in Fachkreisen, dass möglicherweise die ganze Verlustverrechnungsgeschichte bei den Institutionellen auch eingeführt werden könnte. Das heißt, die ganzen GmbH, Trading GmbHs sind nicht auf sicherem Boden. Ja? Ja, denn die sind ja nicht doof. Wenn die sehen, aha, jetzt machen viele Trader hier Trading GmbHs, dann werden sie sich die vorknöpfen. Ja? Das heißt, wir müssen hier wirklich die Wurzel hier anpacken. Und das ist Aufklärung. Ein Gegenpol hier aufbauen, permanent, nicht nur einmal, ja, um vor allem auch vielleicht die richtigen Leute auch irgendwie dahin zu wählen, sage ich mal, die das verstehen. Naja, es sind halt leider nicht viele, aber das ist es halt. Der Hauptgrund, wie gesagt, warum diese Dinge noch durchgehen, ist die Unkenntnis einfach der Dinge. Ja? Die Regierung hat von Investmentabsicherung und langfristige, also überhaupt, also null Ahnung, absolut null Ahnung. Und das ist schlimm, wenn jemand null Ahnung hat und Macht hat. Das wisst ihr selbst. Ja? Siehe Weißrussland. Ja? Ganz schlimmer Diktator. Ganz tolle Leute, liebe Leute, friedliche Leute, intelligente Leute. Er hat alles, was es gibt in Weißrussland. Alles, was es gibt. Aber das System erlaubt nicht, dass die Menschen sozusagen ihre Produktivität, ihre Kreativität, alles hier an den Mann bringen können. Sondern einfach nur, das wisst ihr selbst, ihr könnt selber lesen. Und so ist es hier auch. Ja? Wir werden wie Kinder behandelt. Oh, ich muss euch schützen vor den Derivaten. Komischerweise bei Lotto machen sie es nicht, was ich nicht verstehe. Die Chance 1 zu 100 Millionen Lotto zu gewinnen, machen halte ich für viel schlimmer. Jede Woche hier 10 Euro auszugeben. Da sagen die aber, naja, das ist normal. Weil klar, weil sie natürlich abkassieren.
Hier, wenn du sagst, ich möchte meinen Vermögensaufbau hier sukzessive gestalten und mich in irgendeiner Form absichern, absichern, damit ich an das Kapital herankomme, nicht wegen den Kursschwankungen unbedingt, aber wenn ich doch alt bin und sage, ich bin 70, ich habe 200.000, 300.000, weiß ich ja nicht, wann mein letzter Tag ist, ja. Und da möchte ich jetzt nicht warten, bis dann der DAX wieder mal nach 10 Jahren steigt, ja, sondern ich möchte mich dahingehend absichern, dass ich an mein Geld komme. Das ist jetzt unmöglich gemacht worden von Herrn Scholz, ganz klar. Das muss nur kommuniziert werden. Wenn das viele verstehen, ja, dann werden wir da auch die Wende schaffen. Aber das Problem ist, es versteht halt keiner. Ja. Das heißt, wir müssen nicht nur klagen, sondern permanent Lobby. Arbeit betreiben. Ja, es gibt natürlich hier schon einiges, klar, Derivatenverband sicherlich und auch andere Ebenen. Wir müssen aber noch viel mehr hier noch arbeiten, denn sonst wird in 10 Jahren der Bundestag Kreml heißen. Ja, das wird so sein. Ja, ein sehr guter Freund ist bei einer kleinen Partei und würde gerne diese Themen auf die Agenda setzen. Ja, sollte dies die Parteifreunde durchgehen, gesagt, dann hätten wir zumindest eine Partei, die durch uns, ja, fachlich die Dinge rüberbringen kann. Denn es ist zwar schön, wenn sich eine Partei so ein bisschen, so ein paar Sätzchen über irgendwas schreibt, aber Ahnung hat dort keiner. Ja. Und das wäre für mich auch ein kleiner Spaß, dass wir die nächsten Monate oder vielleicht Jahre mit einer kleinen Partei in Anführungszeichen, falls. Das ist, die sind wirklich jetzt leider noch unter der 5%-Hürde. Könnte aber sein, wenn wir da eben ein, zwei Felder aufbauen, ich weiß es nicht, ja, dass wir da vielleicht ja, zumindest ein bisschen Gehör kriegen. Ist ja egal, man ist drin, verstehst du? Man bekommt viel mit, man kann sprechen. Also nicht ich, sondern halt die entsprechenden Leute. Und ich finde kleine Parteien sowieso besser, weil die möchten nach oben kommen, sie sind dann auch engagierter. Bei den Großen bist du halt nur jemand irgendwo, ist auch schwer reinzukommen, diese ganzen Geschichten, das wisst ihr selbst, ist nicht meine Welt, aber es wäre gut, wenn da auch von der Parteienseite da Fachleute mal einfach sagen, die werden alle in Boden diskutieren im Parteitag. Aber das Problem ist, zur Wahrheit gehören immer zwei, zur Erkenntnis, zum Wachstum, der eine muss es sagen, der andere muss es verstehen. Das heißt, wenn die Regierung oder bestimmte Parteien nicht zuhören wollen, nicht verstehen wollen, dann nützt auch nichts, wenn ein Kluger redet. Ja, das wisst ihr selbst. Aber es gibt ein Sprichwort: Do what you can, but do what you can. Ganz simpel, ne? Mach, was du kannst und mach das gut, was du kannst oder was du machen kannst. Mehr kannst du ja nicht machen. Aber die Frage ist: Können wir alles? Haben wir alles gemacht? Da haben wir sicherlich noch nicht alles gemacht. So einfach ist es. Das heißt, nicht von vornherein sagen, das bringt nichts, das sind alle doof, das verstehen die nicht. Damit kommt man nicht weiter im Leben. Ne? Man muss einfach sagen: Wir tun das, was wir können. Mehr können wir ja nicht tun. So einfach ist die Kiste. Und ich finde es echt klasse, dass ihr hier bei mir seid, dass ihr mich unterstützt, dass ihr Interesse zeigt. Muss ich ehrlich sagen, hat mich überwältigt. Ja, also ich habe ehrlich gedacht, ich habe schon meiner Frau gesagt, wir müssen da mal ein bisschen aus unserer Spardose vielleicht hier reingreifen. Aber die Community hat hier schon sehr, sehr gut mitgemacht. Super, super. Und deswegen möchte ich auch in den Webinaren und was auch immer, alles, was ich tue, natürlich immer auch einen Mehrwert zu liefern. Das macht riesen Spaß. Und naja, wie gesagt, ein kurzes Update. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören, wobei das ja immer mal von meiner Seite ist. Aber ich freue mich. Ciao.